Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge Skywars auf dem Dway-Server und wir legen direkt los hier. Wir haben das Kit Feuerteufel, so heißt es, habe ich eben mal ausgewählt, spiel ich zum allerersten Mal, also ich kenne es überhaupt nicht. Aber ich kann euch mal gerade erklären, was das eigentlich so kann, dieses Kit. Und zwar kann, also ihr seht schon, man hat hier auf jeden Fall erstmal so eine Lederrüstung, die natürlich auch gefärbt ist, ne. Passt ja so zu einem Feuerteufel. Und ja, man hat so zwei Lava-Eimer noch am Start und ich krieg mal immer dieses Zeugs, ey, das verwirrt mich total, Leute, das ist unnormal. Also wenn man hier steht, kriegt man immer irgendwie so ein Zeugs, ich weiß nicht wieso. Naja, jedenfalls hat man diese Lederrüstung in orangener Farbe und diese zwei Lava-Eimer, das ist ziemlich cool. Und man hat, was das Geilste eigentlich an diesem Kit ist, dieses Feuerschutz 2. Also durch Feuer kriegst du richtig wenig Damage. Und das ist natürlich schon geil. Gerade auch, wenn hier viel mit Lava gearbeitet wird. Und das ist ja meistens so. Deswegen, also ich finde das Kit eigentlich nicht schlecht. Ich denke mal, es gibt wesentlich schlechtere Kits. Und ich denke mal, wenn man viel so mit Lava arbeitet, und man hat ja direkt zwei Lava-Eimer, ne, dann kann man hier schon echt Stress machen. Und hier haben wir sogar noch besseren Stuff, Alter. Warum hat sich das denn hier keiner genommen? Okay, Full Iron habe ich schon? What the fuck? Habe ich gar nicht bemerkt irgendwie. Okay. Bessere Brustplatte wäre nicht schlecht. Oh, hier vier Pfeile. Nice. Sehr nice. Nehmen wir noch einen zweiten Eimerchen hier mit. So, da brauchen wir eigentlich alles nicht mehr. So, jetzt müssen wir eigentlich... Ach. Was ist hier wieder passiert? Okay, das nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir mit. Oh, nice. So, jetzt sind wir gut equipped, Leute. Jetzt sind wir richtig gut equipped. Jetzt fehlt hier nur noch ein Verzauberungstisch. Schnell Steinschwert verzaubern und dann sind wir hier wirklich enorm gut. Dich haben wir. Ja, Fräulein. Den haben wir auf jeden Fall schon mal gesnackt. Wer war denn das gerade? Wen habe ich getötet? It's Daddy Girl. Ah ja, war sogar ein Mädchen anscheinend. Haben wir auf jeden Fall easy gesnackt. Mit einem Pfeil. Ein einziger Pfeil reicht teilweise aus, um einen aus dem Spiel zu werfen. Ist ziemlich cool. Aber man braucht halt auch am besten wirklich immer einen Schlag, Bogen. Sonst ist das schon echt schwierig. Oh. Was machen die da oben? Wollen die ein bisschen Party machen da oben? Krass, Alter. Die chillen da. Wie viele sind das? Vier Leute. Zack. Ach, schade. Wie viel Pfeil habe ich denn noch? Zwei nur noch. Oh, das ist ja mau. Das ist wirklich mau. Ich lasse das einfach mal so. Das hier brauchen wir ja nicht. Da können wir hier noch so einen Heal-Trank hinhauen. Und er fliegt, er fliegt, er fliegt. Ach, ich hab jetzt habe ich nicht mein Schwert weggeschmissen. Fast, Alter. Fast. Oh, da unten geht richtig die... Welches Team bin ich? Jetzt muss ich mich gerade mal gucken. Wo stehe ich denn? Satani... hellrot bin ich. Also hier kreuscht alles rum. Aber kein hellroter. Okay, okay, okay. Orange. Orange wird natürlich keine Schnitte haben. Hoffe ich zumindest. Oh, hier unten. Genau, hier oben baut. What the fuck? Hier explodiert einfach alles gerade. Oh mein Gott, Alter. Was geht denn ab? Ohne Witz. Oh, hier ist ein Orange, ne? Den holen wir uns. Oh, das ist ein Teammember. Nice. Das ist ein Teammember. Nice, nice, nice. Auch ein Teammember. Oh. Und hier ein besseres Schwert auf jeden Fall. Oh, geil, Alter. Was haben wir? Schärfe 1 und Haltbarkeit 1. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen, würde ich sagen. Sehr cool, ey. Nice, den nächsten. Oh, Alter, was geht jetzt gerade ab hier? Hier ist richtig die Action am Start. Oha, Alter. Was geht? Ich habe Feuerschutz, mein Freund. Zack, nächsten. Oh, ist das effektiv mit dem Feuerschutz, Leute. Guck mal, das gibt mir ja fast gar keinen Schaden. Oder es gibt mir keinen Schaden. Ohne Witz, wie heftig das ist. Oh, krass. Was haben wir hier noch? Einen Direktschaden. Oh, nice. Jetzt haben wir richtig guten Stuff. Oh, das soll aber nicht brennen hier. Ach, nee. Ich hasse das, wenn das brennt. Das ist einfach... Hä? Der buggt einfach hardcore rum. Aber ich hasse es, wenn es brennt. Schnell weg hier, genau. Einfach weg von der Insel. Boah, es leben noch voll viele.
Oh, MLG'n. Schaffen wir das? Oh, nicht ganz. Nicht ganz geschafft, leider. Boah, Alter, ich wäre fast gestorben hier gerade. Ey, ohne Witz, was ist das bitte für eine Runde? Richtig heftig. Was haben wir denn jetzt hier noch so an Tränken da? Schnelligkeit ist gut, aber wir brauchen, glaube ich, nicht so viele Dinger. Schnelligkeitstränke. Direktschaden ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Oder minus 0,5 Angriffsschaden. Ich glaube, Direktschaden ist noch eine Ecke besser. Dann können wir so direkt instant den Damage drücken. Also das ist, glaube ich, schon ganz gut. Aber wir sind auf jeden Fall momentan safe. Schon mal nice. Oh. Okay, da vorne, das sind wieder zwei Leute. Ich höre hier einen. Okay, da oben ist einer. Wenn ich mich jetzt da irgendwie so hoch hinschleiche, kann ich den vielleicht irgendwie von hinten überraschen. Ich mache das einfach mal. Ich hoffe mal, dass der mich jetzt nicht irgendwie bemerkt hat, aber es scheint so. Dank der Schnelligkeit und hin. Ach scheiße, und er zündet genau dann TNT. Lässt sich jetzt erstmal hochbomben oder hat er sich selbst eliminiert? Hat sich selbst hochgebombt, ja. Hä? Hier ist gerade irgendwo noch einer gelandet oder gestorben. Ah, da unten ist einer gestorben, nice. Ja, ich liebe es, wenn die MLG'er hier richtig hart verkacken. Ich feiere das halt unnormal. So, das brauchen wir auf jeden Fall alles schon mal nicht hier, den ganzen Käse. Hier unten ist 100 pro noch einer, da unten ist nämlich einer. Okay, lass mich mal hier durch. Schnell. So. Da unten ist einer. Ich sehe den definitiv. Aber ich höre hier noch mehr. Aber nur wo? Da. Skinny. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Schalalalalala. Geile Runde auf jeden Fall bislang. Okay, okay. Da ist noch ein Roter, der da Stress machen möchte. Oha. Hat sich auch wieder exploded. Shit, Alter, was geht in dieser Runde ab, ey? Ist ja nicht mehr normal. Richtig heftige Runde. Naja. Och, schade, Alter. Schade. Habe ich den jetzt getroffen? Jetzt muss ich gucken, welches ist besser. Meins ist besser. Okay, krass. Schnell. So, jetzt gibt's nochmal Battle. Ah, ich bin tot. Ah, schade, Alter. Richtig schade. Aber ich denke mal, das war schon eine geile Runde. Also wir haben richtig viele Typen geschnitzt. Warte, ich muss jetzt mal gucken. Wie viele habe ich geholt? Ich habe richtig viele geholt, hatte ich den Eindruck. Skinny habe ich geholt, das ist schon mal gut. Zwei. Drei. Vier. Vier Leute, kann das sein? Oder habe ich noch mehr? Ich habe vier Leute geholt. Ja, geil auf jeden Fall. Und dann reicht der Chat nicht mehr. Es kann sein, dass ich sogar noch mehr Typen geholt habe. Ihr habt es ja jetzt sicherlich gesehen. Ja, Leute, war eine krasse Runde auf jeden Fall. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Auch wenn wir jetzt nicht gewonnen haben, war das auf jeden Fall eine gute 64er-Runde. Ne? Kommt mal so weit bei einer 64er-Runde. Ist nicht selbstverständlich. Und der andere, der war sicherlich richtig low. Also ich glaube, das war ein bisschen Glück, dass der dann gewonnen hat. Bisschen den Equip-Vorteil gehabt. Wahrscheinlich hatte der ein verzaubertes Tierschwert. Ja, war ein bisschen schade dann und auch ärgerlich, dass ich hier die Hose dann nicht direkt bekommen habe, weil dann hätte ich auch noch mal einen kleinen Boost gehabt. Aber letztlich war das auf jeden Fall cool. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen mit Facecam, ne? Ihr seht, man kann selbst um 17 Uhr oder 17.30 Uhr haben wir mittlerweile aufnehmen, wenn man sich eine Lampe da hinstellt, dann kann man auch mal Facecam nutzen, ne? Also ihr wisst Bescheid, Leute, gebt ein Like, wäre geil und wir sehen uns einfach morgen im Video wieder. Also Leute, ciao.